Soulja Boy Tough. Hey, I got this new damn for y'all called the Soulja Boy. You got a punch, then crank. Blödes Gerät. Jedes startet. Die charmanteste Frau des Fürstenhofs möchte mich sprechen. Die charmanteste. Die charmanteste Frau des Fürstenhofs kämpft gerade mit diesem idiotischen Gerät. Hast du mich nur herbestellt, dass ich dein Fax repariere? Nein. Kannst du das denn? Ich kann alles versuchen. Ach, nicht jeden mitteilen. Es ist wunderschön, so wie es ist. Was du alles kannst. Jetzt darf ich mit in die Oper. Ich habe was vom Familiengericht. Dann steht der Scheidungstermin. Ja, nächste Woche ist das Kapitel Isabel vorbei. Und ich kann endlich die Frau heiraten, die ich will. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein Gast. Und möchte diesen Wagen, natürlich in Originalgröße, für einen Ausflug buchen. Dann mache ich als Concierge das möglich. Ja, aber dieses Modell wurde sehr selten gebaut und ist für den öffentlichen Straßenverkehr gar nicht zugelassen. Ich recherchiere trotzdem, wo es zu bekommen ist und bemühe mich für den Gast um einen Termin auf einer privaten Rennstrecke. Ihr Großvater hat Ihnen den Beruf sehr gut erklärt. Gegen hochmotivierte Quereinsteiger habe ich auch nichts einzuwenden. Schließlich bin ich selbst einer. Ich verspreche Ihnen vollen Einsatz. Überstunden, Schichtarbeit, das kenne ich alles schon aus der Modebranche. Damit habe ich kein Problem. Du hast doch ein ganz gutes Gehör. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das C klingt leicht schief. Mann, Papa, lass uns bitte bei Beatrice bleiben. Diese Frau ist kein Thema mehr für mich. Ist mir auch herzlich egal, wo sie steckt. Aber wenn sie ihre Rachepläne schmiedet, dann können die auch gegen dich sein. Ich du hast sie aus der Wohnung geworfen. Mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben. Christian? Du könntest sie wenigstens anrufen. Christian! Können Sie, Christian, die Sonnenbichler Bescheid geben, dass er für morgen einen Klavierstimmer bestellt? Sehr wohl. Christian? Ruf sie doch wenigstens an und versuch rauszufinden, was sie plant. Sie plant nichts. Sie hat sich verkrochen und hofft, dass ich sie vermisse und hinterherlaufe. Christian? Mein Teufel werde ich tun. Hotel Fürstenhof Sonnenbichler. Danke schön, auf Wiederhören. Hast du jetzt Feierabend? Es klingt ja wie ein Horrorfilm. Daran hängt meine Zukunft. Sein oder nicht sein. Leben oder von der Bühne des Lebens abtreten. Entschuldigung, Sie haben ja gar nicht so viel Zeit. Diese Tablette ist ein kleines Vermögen wert. Es ist hinreißend, dass es lösen kann. Muss das so laut sein? Ich wünsche dir auch einen guten Morgen, Friedrich. Frühstücken wir dein Essen im Stehen? Trinke nur einen Kaffee. Du hast wohl schon gefrühstückt. Bett. Deinem Lover. Also, wenn du gerne wissen möchtest, ob ich bei Nils übernachtet habe, dann frag doch einfach. Die lasse ich dir an, vielleicht hebt es ja deine Laune. Jetzt schön auf die Trassenposition. Na?
Gut geschlafen, mein lieber Sohn? Was ich von mir leider nicht behaupten kann. Aber das ist dir ja sicher egal. Ich kampiere im Wald. Mein Mitleid für dich hält sich also in Grenzen. Was du mir antust, bringt dir Luisa auch nicht zurück. Ich büße hier, weil sie dich enttäuscht hat. Wofür du büßen wirst, das entscheidet dann das Gericht. Guten Appetit. Was ist das? Frühstück. Leberwurstbrot. Auf Staatskosten wirst du dann sicherlich abwechslungsreicher ernährt. Das ist noch ein Grund, das hier so schnell wie möglich zu beenden. Wie weit bist du mit dem Geständnis?